Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Philos TV. Eine neue Episode in unserem Let's Play Format. Let's Play Together, dieses Mal Anno 1800. Gespeichert. Oh, Spielstand ist gespeichert. Mit dabei natürlich der kleine Kodiak. Hallihallo. Heute mal aus einer anderen Sicht. Heute seht ihr mal meine wunderschöne Otranto Hafenstadt. Wie heißt deine eigentlich? Otranto? Wie heißt Otranto bei mir? Können wir den nicht ändern? Meine heißt Old Abbey. Denk mal, was hättest du, wenn du Dings da machst hier, wenn du quasi nicht mit einem Kontor startest, sondern wie hier Fisch ist zu wenig. Du kriegst gleich Fisch zu wenig. Oh, ich brauche mehr Arbeiter. Arbeiter, Upgrade. Upgrade. Jetzt brauche ich eigentlich wieder mehr Bauern, weil jetzt habe ich hier oben. Hier oben sieht man das ganz gut. Bauern habe ich genau 400 Arbeitskräfte, die ich brauche und 400 davon sind beschäftigt. Ich habe insgesamt 256, wie heißt die, Handwerker heißen die, ne? Oder ne, die Arbeiter. Arbeiter. Und brauche eigentlich 300, also mir fehlen noch 44. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Ist das nicht das Warcraft? Das ist Warcraft, ja. Arbeit, Arbeit. Hier noch mal ein paar Häuschen, dann ein paar Häuschen. Wie Danny schon sagte, er ist ein kleiner Suchti, was Anno angeht. Ich habe noch nicht so viel Ahnung davon. Aber ich versuche mein Bestes. Ich meine, das ist jetzt quasi immer so ein Wechsel, dass ihr mal mein Gesicht, mal Floschis Gesicht seht. Hintergrund ist einfach. Dann kann man sehr schön einfach zeigen, wie man es machen sollte und wie man es nicht machen sollte. Also ihr seht halt bei mir immer so, wie man eine Stadt halt bauen sollte. Nicht machen sollte, und bei mir seht ihr es, wie man es machen sollte. Genau, Floschi. Ne? Glaubt ihr doch eh keiner. Ja, bei das mir, kauft ihr doch eh niemand. Man muss einfach auch mal ein bisschen gediegener sich das Ganze mal angucken, ausprobieren, wie kann ich es machen, wie sollte man es nicht machen, so wie bei Danny zum Beispiel. Ne? Ja, auf jeden Fall. So. Ich habe auch kein großartiges System hier drin, ich baue einfach, wie ich lustig bin. Er baut einfach irgendwas. Richtig. So, dann brauche ich hier nochmal einen schönen Weg hin. So. So, was kann ich denn jetzt noch bauen? Ich brauche mehr. Aber die Arbeitskräfte, beziehungsweise die Bauern, die Einwohner, die kommen von alleine, oder? Ich muss nur genügend Wohnraum zur Verfügung stehen. Genau. Wenn ich auf das Bauernhaus klicke, dann sehe ich jetzt bei mir eine 3 von 10. Die ziehen dann da quasi einfach nach und nach ein. Ja, du musst halt nur die Bedürfnisse erfüllen. Das ist halt immer wichtig. Also du musst halt schauen, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind und dann kommen die aber nach und nach. Es gibt aber halt auch eine Obergrenze. Also wenn du jetzt noch nicht alle Bedürfnisse erfüllt hast zum Beispiel, dann können halt nicht 20... Also wenn du jetzt zum Beispiel mal deine Arbeiter anguckst, da wird dir jetzt noch irgendwas fehlen. Also mir fehlt jetzt aktuell noch Seife und die Kirche. Und mir dann habe ich alles. Halt... Ja gut, du... Nee, man muss, wie gesagt, ne, bei mir seht ihr, wie man es richtig macht, bei Floschi seht ihr halt, wie man es machen kann, aber nicht sollte. Dann habe ich halt eine maximale Einwohnerzahl von 16. Im Moment passen in das Haus halt nur 16 Leute rein. Ich brauche Brot. So ein Piraten vor mir rumlungern, das macht mir irgendwie ein bisschen... Wo ist denn mein Schiff eigentlich? Was gammelt das hier rum? Und kannst du auch nochmal... Koordinaten eingezeichnet! Hier gefunden. Piraten. Na gut. Gut. Ich bin gerade dabei, eigentlich irgendwann noch mal Seife aufzubauen. Ich habe hier meine schöne Getreidefarm mit, ich weiß gar nicht, ob das reicht, eine Bäckerei. Also ich habe jetzt aktuell 2 Getreidefarmen, eine Mühle, 2 Bäckereien. Und die laufen aktuell ansatzweise auf 100% alle. Und ich habe kein Getreide über. Also das scheint der richtige Schlüssel zu sein. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Holzfäller zu wenig. So, meine Försterarbeit mittlerweile auch auf 100%. Das ist schon mal sehr schön. Ich brauche noch eine Gesundheit. Ich brauche noch einen Holzfäller. Danke. Hä? Ich habe nichts gemacht. Ja, alles gut. Nee, das wollte ich gar nicht. Da will ich hin. Ist die Ausbeute auch nicht so geil, ey. Oh mein Gott! Was? Ein paar zu wenig. Handwerker. Krank. Wie viel zu wenig? Zu wenig Arbeiter, meine ich, sorry. Zu wenig Arbeiter. Was heißt zu wenig? 200. Was zum Thema? Hier seht ihr, wie man es richtig ja, macht. Ja, ich habe gerade meine Stahlproduktion gebaut. Wo bist du? Stahl? Ich bin noch in einem ganz anderen Zeitalter.
Hier rennen auch die Dinosaurier über meine Insel. Ja, ich hab mir gerade gefangen. Was ist denn hier? Zement, okay. Kein Lager, bin ich bescheuert. Bin ich dumm, ich hab den Weg hier nicht gebaut, ey. Das ist auch dumm. Genau das gleiche ist mir gerade auch passiert. Tatsächlich vergessen den Weg an meine Eisenerze. Warum? Okay, man, ich wollte gerade sagen, warum kriegt man da keine Warnung? Aber man kriegt sie auch nicht. Nö. Nö. Gut, was haben wir hier? Wir haben die Bäckerei, wir haben ein Lagerhaus. Sollte ja eigentlich reichen für die Klamotten hier. Ist immer. Achso, fehlende Ware jetzt. Okay. Und ich wollte mal hier hin. Das ist ganz cool, Anno 18, finde ich. 1800. Anno 18. Wow. Am Anno 1800 ist, dass man die Gebäude auch verschieben kann, dass man die nicht abreißen muss. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen? Ich würde Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, Sie verstehen mich. Die Kämpfer ein Foto machen. Was sind die Kämpfer? Okay. Wow, ist ja schnell. Ist das schon richtig? Was machst du denn? Ich soll eben ein Foto machen. Ich mach mal ein Achso. Foto. Es scheint wohl. Nur ein wenig beachten. Ach, das ist diese Zwischenaufgabe. Irgendwie Anno-Chroniken oder so. Ich habe jetzt mal meine City abfotografiert. Wow, die erscheint in der Zeitung. Wie geil ist das denn? Wahnsinn. Hammer, Hammer. So, hier meine kleine Feuerwehr. Reicht auch noch. Das Geile ist, ich will auch irgendwas machen. Dann mache ich wieder was anderes und vergesse, was ich machen wollte. Ja. Das kennt man ja bei dir, ne? So. Ja, genug Bretter habe ich eigentlich. Zu viele Bretter eigentlich. Ich müsste eigentlich nochmal ein paar Holzfäller bauen, glaube ich, ey. Komm, ich zieh jetzt mal hier rüber mit einer geilen Brücke. Ich baue mal eine geile Brücke hin. Geile Brücke. Ja. So, zack, Brücke gebaut. Komm jetzt hier nochmal ein paar geile Holzfäller hin, du. Ich muss jetzt erstmal eine Minute aufforsten. Ja, mach das mal. Ich kann direkt loslegen. Wie viele Holzfäller hast du denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Holzproduktion, go! Ich glaube, hier muss noch ein Lager aus. Die Reichweite bzw. das Einzugsgebiet vom Lagerhaus sieht man jetzt nicht, ne? Nee, das sieht man tatsächlich leider nicht mehr. Du siehst halt, die Straßen sind dann so ein bisschen grün, also entweder dunkelgrün oder hellgrün. Und ich glaube, das hat da so ein Stück weit mit zu tun. Also je weiter du in dieses hellgrüne reinkommst, desto unwahrscheinlicher ist, dass die Leute da dann was abholen. Also da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Jetzt würde ich ganz gerne mal... Ich glaube, ich grade das einmal ab. Kostet zwar 20 Steine, ey, alter Falter. Wenn man das upgradet, dann hat man nochmal eine Karren- bzw. eine Laderampe mehr, ne? Genau, richtig. Also sollte man früher oder später auf jeden Fall. Ist ja jetzt, gerade da, wo jetzt noch recht teuer eigentlich. Ja, das stimmt. Also ihr seht hier beim Lager aus, ich habe auf jeden Fall zu wenig Holz, habe aber ordentlich Bretter. Also mehr Holzfäller. Fischis habe ich auch, okay. Kartoffeln könnte ich auch nochmal gleich machen. Oh, ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr Webereien. Hab ich die nochmal gebaut. Ach hier. Hier sind sie ja, dann kommt hier nochmal eine kleine Weberei hin. Das ist jetzt echt nicht erinnert. Hallo! Kommt hier. Ich kann es nicht ändern. So, dann. Was hast du gesagt? Du bist wahrscheinlich schon. Du bist schon Stahlproduktion, läuft oder was? Die läuft noch nicht, ne. Wie sieht denn deine Bilanz aus? Aktuell 550 plus. Tschüss. Ich brauche noch mehr Bauern. Ich brauche mehr Bauern. Da. So. Ach. Schick, schick, schick. Kommt da die Feuerwehr noch hin? Gerade, müsste ich gleich mal eine neue bauen hier. Bauen wir mal hier. Zack. Safety first, ne? So, dann bin mal.
sind wir gleich durch. Wie lange auch die Feuerwehrmenschen ausgebildet werden müssen, ne? Ja klar, jetzt sind ja Profis am Werk. Das ist jetzt nicht irgendwie mal hier wischiwaschi und dann hier hast du einen Eimer go. Das ist schon richtig hier mit Kurs und allem drum und dran. Ein großes Feuer, kleines Feuer, mittleres Feuer. Dann mal kurz gucken, was brauchen jetzt denn meine Arbeiter hier? Brauchen noch... Oh scheiße, ich habe komplett die Seife vergessen, ey. Eieieiei, wo sind denn meine Schweinis? Hier sind die Schweinis. Du kannst auch jetzt noch keine Seifenproduktion aufbauen. Hä? Du kannst noch keine Seifenproduktion aufbauen. Warum nicht? Erstmal musst du Stahl abbauen, dann kannst du Seife produzieren. Ah ja, ich seh's grad. Jo. Sag das doch. Und schon schön der Reihe nachmachen, ne, Floschi? Ne, bei mir geht das direkt. Eigentlich. Hätte ich gedacht. Schade. Ob es nun nach Gülle steht, wie viele Eisenminen hast du gebaut? Einen Unterschied, eine. Solange ordentlich bezahlt wird. Eine? Ja klar, wie viele Eisenminen? Alleine diese komische Eisenverarbeitung hier, das Stahlwerk, das braucht glaube ich 200 Arbeiter. Also 200 Arbeiter. Ja. Das braucht ungefähr 200 Arbeiter. Also richtige Arbeiter, ne? Also jetzt nicht wie so diese halben, oder? Nicht so wischiwaschi Menschen wie dich, ne? Richtig? Okay, das war jetzt gemein, aber gut. Du meinst? Entschuldigung, es war nicht so gemein. War es wohl. Schon okay. Merke ich mir. Nein, war's nicht. Ich kann nochmal einen kleinen Fischi-Dingsterbumster bauen. So, hier kommt nochmal ein Slugger was hin. Wups. Die Musik ist echt ganz cool, muss ich sagen. Ja. Hochofen. Komm, dreh dich dahin. Gut. Ups. Und ein Stahlwerk. Schwupps. So, ui. Jetzt weiß ich, was du meintest mit Bocharbeiter. Alter, wie viele? Da hängst du ja gar nicht so weit hinterher, Floschi. Ey, nicht schlecht. Danke. Danke. Wie viele Einwohner hast du denn? Ich bin jetzt aktuell bei 1400. Oh Mann, ich glaube, ich muss noch ein paar bauen, du. Hört sich auch an. Ein paar Bauernhütten. So. Hier nochmal. Hin, zack. Nee, falsch. Ich würde gerne erstmal die Kirche fertig haben. So. Kleidung geht hoch. Da ist ja eine Kirche. Eine Kirche. Teuer. 25, ja, das geht doch eigentlich, oder? Boah, dann ist die auch noch so riesig und passt nirgends so ordentlich rein. Das ist ja asozial. Mein ganzes Bauland, das ich jetzt wieder erschlossen habe, ist doch wieder für den Arsch. Ja, das dachte ich mir schon. Ach, Mano. Oh, die kommen trotzdem hier hin. Ach, toll. Bisschen Ordnung muss ja sein, ne? Ein bisschen was? Ein bisschen Ordnung. Ja, Ordnung ist wichtig, du. Ja. Ah, fuck, der. Okay. Arsch. Okay. Dingsterbumser, ey. Ah, okay. Ich meine Insel unter den Nagel gekrallt, die wollte ich eigentlich haben. Bist du hier schon am Dingsen? Ich möchte gleich auf jeden Fall. Ich brauche ja gleich eine Insel für die komische Paprika. Ich habe ja wieder eine Hopfeninsel bekommen. Ich habe hier an Attraktivität verloren. Das ist doch scheiße. Danny. Die haben wahrscheinlich gesehen, wie ihr Herrscher aussieht. Wie bitte? Wie ihr Herrscher aussieht? Okay.
Da haben sie sich gedacht, ne, selbst für den. Der, mit dem Gesicht. Niemals. Junge, keine Chance für dich arbeite ich. Spielstand gespeichert. So, komm, schaff hier Holz ran, Leute. Ich brauch Holz. Papa braucht Holz. Go, go, go. So, wie sehen meine Vorräte aus? Das sieht gut aus. Okay, da wird gleich wieder ein bisschen Investition fällig. Sie haben uns aus der Gosse geholt. Dann machen wir das doch mal. So. Oh, oh. Wirtshaus, ist das nicht... Sind ein bisschen nicht nah genug dran am Wirtshaus? Saufköppe brauchen ja auch noch ein Wirtshaus, ey. Mann da. So, gibt's hier noch eins. Oh, passt hier nicht hin, passt hier auch nicht hin. Ist das auch wieder zu groß? So, noch ein Wirtshaus. Kommen noch ein paar schöne Bäume rum hier. Komm hier. Brunnen. Hecke. Und ein paar große Bäume. Toll. Das sieht doch schön aus. Wenn, wenn du das hier sehen könntest, das ist so schön, was ich hier baue. Ach, guck mal, toll. Das glaube ich nicht. Ist wie in Bayern. Guck mal, hier spielt noch eine Musikkapelle. Die ersten Betrunkenen stolzieren hier rum. Da würde ich mich direkt reinsetzen in das Pub hier. Bin ich direkt dabei. Ah ja, so. Ach, toll. Geil. Boah, eine Kutsche. War so groß wie ihr Kopf. Stinkender, fauliger Dreck. So, das ist auch geregelt. So, was geht hier jetzt ab? Läuft das hier? Nicht genug Arbeitskraft. Was? Immer noch nicht. Boah, ey, ohne Witz, wie viel Arbeiter man einfach braucht. Ja. Das ist schon krass. Okay, jetzt produziere ich gerade irgendwie ein bisschen arg viel Stein. Wieso, wie viele Zwiegeleien hast du denn? 6. Du bist einfach ein scheiß Freak. Ohne Witz. Ich habe schon wieder keine Lust auf das Spiel, wenn ich das mit dir spielen muss, ey. Warum? Ja, weil du so ein scheiß Freak bist, wie ich sagte. Du hast gar nichts gemacht. Ja, du bist schon gefühlt 3 Zeitalter weiter als ich. Und ich renne noch mit Stock und Stein rum. Du fährst wahrscheinlich gleich schon Panzer oder so. So, à la, ja, so eine riesige Spinne à la Wild Wild West. Wenn er es was sagt. Ja. Hört sich nicht so an. Doch, nee, ja. Doch, nee, ja, nee, ja. So, das passt erstmal. Kann ich mir eh nicht leisten, ey. Es mangelt an Arbeitskraft. Das hätte ich ganz gerne. Die Produktion starten. Nein, kein Holz mehr da. So, ich hatte jetzt zum Beispiel wieder verrafft, die abzugraden. Was? Abzugraden? Die Häuser, ich dachte eigentlich, dass man die, egal welche man gebaut hat, dass man die upgraden kann, aber da ziehen doch immer nach und nach erst Leute ein. Die hatte gesagt, das wäre so eine allgemeine Ziffer oder Nummer, wenn du hast so und so viele Arbeiter, bau da ein Haus hin, dann kannst du das auch direkt upgraden. Weißt du, was ich meine? Nee, jetzt weiß ich tatsächlich nicht, was du meinst. Also, ich nehme mir mal an, du baust jetzt ein Bauernhaus. Ja. Du brauchst ja 10 Bauern in dem Haus, um das zu Arbeiter abzugraden. Korrekt. Jetzt sagen wir mal, du brauchst noch 40 Arbeiter, hast aber auch nur, hast nur 20 Bauern. Das heißt, du baust dann nochmal Bauernhäuser nach. Sagen wir mal, du baust einfach 6 Stück nach, hättest ja theoretisch dann 60 Bauern. Ja. Jetzt will ich die upgraden zu Arbeitern. Ja. Aber wie ich jetzt gemerkt habe, ziehen diese Bauern auch erst nach und nach in das Haus ein. Also ich habe jetzt hier Häuser. Da habe ich 10 von 10 drin, die habe ich gerade abgegradet und ich habe Häuser, die habe ich vorhin gebaut, ja. Da sind jetzt erst 7 von 10 drin. Ja, klar, die ziehen nach und nach ein, also du kriegst sie nicht quasi bezugsfertig mit Bauern. Das wahre Glück auf. Ja. Ich hätte gedacht, dass das zumindest, wenn du da eins hinmachst, dass du das auch upgraden kannst. Nee. Das finde ich nicht gut, Danny, ehrlich. Das finde ich schon irgendwie sinnvoll. Nee. Doch. nein.
Doch. Was? Ich habe, glaube ich, gar keine Lehmgrube mehr hier, oder? Ach, drei müsste ich haben. Was denn? Eins? Da hinten, yo. Stillstand gespeichert. Ist klar. Ich muss erstmal eine Brücke hinbauen. Ich kenne ein paar, die in die Fabrik gegangen sind und jetzt hat schon zwei von ihnen die Finger zerquetscht. Da bleib ich lieber bei meiner Sense. Hm, klar. Was denn? Hier erzählt gerade so eine Bäuerin über Mitarbeitern in der... Was ist jetzt? Säge? Sägefabrik? Die sich schon Finger abgesäbelt haben. Das ist bitter, du. Ja. Das ist sehr bitter. Da musst du mega aufpassen. So läuft das jetzt hier alles? Mal kurz gucken. Aber Finger ist nicht witzig. Okay, jetzt habe ich wieder... noch... Ich finde es tatsächlich relativ cool, dass du jetzt, wenn du im Lagerhaus oder so deine Waren anschaust, dass du dann tatsächlich sofort siehst, ob die Waren jetzt gerade rückläufig sind oder ob die... Ja, das habe ich auch gerade geguckt. Ob die steigen, also das finde ich gut gemacht. Das ist eine schöne... Also für mich ist es eine Neuerung. Ich weiß nicht, ob es im letzten Teil schon so war. Ich meine, bei 1404 war es nicht. Ein funkelndes Juwel der Krone. Ein funkelndes Juwel der Krone. Ach, die wollen eine Schule haben. Leute, sag das doch. Ich hab total nicht aufgepasst. Vollidioten. Ich hab gespuckt wieder. So, was brauchen die denn noch? Die brauchen jetzt... 20 Stahl! Da drehen wir die Augen. Muss mal gucken, dass ich ein paar Stahlträger mal einkaufe. Kann man hier irgendwo kaufen? Bitte? Immer noch zu wenig... Klamotten? Ja, stagniert auf jeden Fall. Das ist ja uncool. Muss ich noch eine Weberei bauen? Alter Vater, ey. Junge, Junge, Junge. Was will er denn jetzt genau von mir? Nee, will ich nicht. Ich verstehe nicht, was der von mir will, der Mann. So, was brauchen wir denn noch hier? Das haben wir. Das Hammer? Nee, ganz sicher nicht, mein Freund. Sorry, aber nein. Ja, tschüss. Ui. Komm, bleiben wir jetzt ab. Coole Sache, ey. Eine Zeitung. Was führt sie zu uns? Mein Angebot abgelehnt? Die Was hast du denn gemacht? Ich wollte die eine Tussi gerne auf meine Seite ziehen und mit der ein bisschen handeln. Aber anscheinend möchte sie nicht. Wie musst du das denn machen? Dann mit der Labern? Unten links unter der Map ist ein Reiterdiplomatie. Da kannst du dann mit den Leuten quatschen und hoffen, dass sie dir dann immer noch über Stahl, über Produktion. Ja. Okay, dann bauen wir doch gleich nochmal. Okay. Böse nicht, wa? Ich habe jetzt nicht drauf geklickt, aber es war mir auch zu kompliziert. Ah, okay. Ich muss mich erstmal hier meine Leute kümmern, ja? Ja. Ich muss hier erstmal die Basics organisieren, okay? Richtig. Jetzt brauche ich gleich Pilz, ey. Kann ich überhaupt Pilz anbauen? Ich habe wahrscheinlich wieder das Glück mit Paprika. Juhu, ich habe wieder Paprika bekommen. Ach, bist du auf einer Paprika-Insel oder was? Ja, sicher. Wie immer. Nehme ich die Insel hier. So, was macht die Schule? 20 Eisen, okay. Das ist, Ja, ich glaube, mein nächster Auftrag muss man gleich... Aber man kann das mit jedem Schiff, besiedeln, oder?
sind unterwegs. Also mit neuen Konto errichten oder? Ja, also mit dem Standardschiff, das du jetzt von Anfang an hast, kannst du auf jeden Fall eine neue Insel besiedeln. Du brauchst dafür nur, lass mich lügen, 10 oder 20 Zustand Holz gespeichert und 8 Stahlträger. Dann kannst du halt das neue Konto errichten. Okay, weißt du, ob diese Minen irgendwann versiegen? Die Eisen? Nein, das kann ich dir nicht sagen. Bei den vorherigen Teilen, also zumindest 1404, war es so. Wobei wir jetzt auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielen, da kann es auch tatsächlich sein, dass die Minen nicht versiegen. Wobei ich meine jetzt auch, also es ist halt Ewigkeiten her, dass ich 1404 gespielt habe. Ich meine, es war so, dass du erst eine normale Erzmine gebaut hast und wenn dann diese Mine versiegte, dann konntest du eine tiefe Erzmine bauen. Und die lief quasi unendlich. Also die lief dann nicht aus. Aber ja. Könnte ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. So, das sieht ganz gut aus. Hier kommen noch mal ein paar Steinstraßen hin. Ah, du hast Hopfen auf deiner Insel, oder was? Ich habe Hopfen auf meiner Insel, ja. Ah ja, klar. War? Ja. Ah, gut, wie gesagt, ne, wir werden ja drüber gesprochen. Oder wir könnten es auch traden, ne? Obwohl Paprika kann ich wahrscheinlich erst ab dem nächsten anbauen, ne? Für Paprika brauchst du tatsächlich quasi dann schon die Handwerker, ja. Also eine Stufe weiter. Bevölkerungsstufe drüber, genau. Ja gut, da muss ich jetzt wohl mal eine neue Insel bevölkern gehen. Sieht gut aus. Dann wollen wir mal kurz ran an die Arbeit. Die kann Hopfen. Ja. Verbind. Jagd. Sieht sehr schön aus. Naja. Sagen wir mal Ressourcen. Naja. Was? Oh, das sieht schlecht aus. Machen wir hier dann nochmal ein paar Bauernhäuser. Bauern gehen immer. Falsch gebaut hier. Und kurz ein bisschen abreißen. Zack. Soll ja auch schön aussehen, ne? Nicht so wie beim Danny. Bitte was? Recht schief hier. Wo ist denn das? Was ist das denn hier? Sieht aus wie Bisons. Bisons, cool. Oh, ein Fuchs. Auch ein Füchschen hier. Nein. Wo ist der Fuchs? Da ist er. Feiner Junge. So, genug Tiere geguckt. Ich würde nicht sagen, bei mir läuft's, ne? Ja. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir läuft's auch und bei mir läuft jetzt auch das Ende dieser Folge. Wir sind jetzt auch schon fast wieder bei 30 Minuten angekommen. Krass. Ja, wie ihr seht, bei mir läuft's nicht so wahrscheinlich wie beim Danny. Danny ist halt einfach ein kleiner Anno und ja, Aufbaustrategie-Freak. Aber ich werde mir noch das eine oder andere hoffentlich abgucken können. Falls euch die Folge gefallen haben sollte, lasst gerne ein Abo, einen Kommentar oder gerne auch für mich vor allem Tipps, Tricks und vielleicht eine Anleitung da, wie das Spiel funktioniert. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch dieses Genre und das Spiel an sich gefallen. Was dich angeht, muss ich leider. Redet hier wieder jemand? Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Hast du noch irgendwas? Oder habe ich irgendwas vergessen? Ich habe eigentlich nichts mehr. Ne? Hast du eigentlich das Wesentliche gesagt? Wolltest du mich wieder fertig machen? Gimp, genau, Gimp. Also ich nochmal kurz auf Gimp habe ich. Du Pro habe ich. Tipps, Tricks, Anleitungen für mich habe ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.